Hallo ihr Lieben, ihr dürftet ja abstimmen, welches Video als nächstes kommt. Und ich mache das jetzt so, das Video, ich werde einfach jetzt schon mal was machen und sabbeln, dann wird das Video nicht so lang. Ich werde das so machen, die ersten beiden Videos mit den meisten Stimmen werde ich drehen. Und die auf den beiden letzten Plätzen, die Videos, werde ich dann wieder in eine Umfrage packen mit ein oder zwei anderen Videovorschlägen. So weiß ich, auf welches Video ihr wirklich Bock habt und auf welches nicht. Ich mache jetzt kurz mal ein bisschen Roggenmehl als Trockenshampoo. Und dann geht es auch schon los mit dem cleanen Look. Ich werde das Video cleaner Januar Look nennen oder so. Weil ich dachte mir, ich versuche, wenn ihr Lust habt, für jeden Monat einen Look zu schminken. Ich nehme euch mal kurz mit ans Fenster. Einen Moment. Ein kurzer Blick aus dem Fenster für euch. Windig, grau, regnerisch. So, habt ihr ja gesehen. Januar ist recht grau, nass, windig, dunkel. Ja, da versuche ich jetzt mal einen Look zu schminken. Ich mache also meine Haare aus dem Gesicht und so weiter. Für mich ist der Januar grau, dunkel, nass, schnuddelig. Also hier oben im Norden haben wir nie Schnee im Januar. Meistens kommt das immer erst im März oder so. Dann gibt es nochmal Schnee. Aber im Januar ist so schnuddelig, grau. Und Moment, da ist ein Haar dran am Gummiband. Und ich finde, im Januar, das ist so ein Monat, da räumt man alles auf, packt alles weg, die ganze Weihnachtssachen, putzt vielleicht alles ein bisschen, weil ja doch überall noch in jeder Ecke Tannennadeln liegen oder Konfetti und so weiter. Man findet ja in jeder Ecke immer irgendwas. Und für mich ist der Januar so aufräumen, sauber machen. Man hat ja auch viel gegessen, sich viel geschminkt im Dezember, war lange wach, hat wenig geschlafen und so weiter. Darum ist der Januar so reduziert, was Make-up angeht für mich, so ein bisschen clean alles. Ich mache einfach mal, nicht so lange sabbeln, ich mache einfach mal. Das Schätzchen hier werde ich ja benutzen, den Labello und den Lip Liner. Das hattet ihr ja gesehen auf dem Foto. Darum geht es jetzt los. Das werde ich mit dem Pinsel auftragen, mit meinem Foundation-Pinsel und versuchen, das richtig schön einzuarbeiten. Wie so eine Foundation werde ich das verwenden. Ja, ich werde auch nicht wenig nehmen. Ich baller mal ordentlich was rauf, um zu gucken, ob meine Rötungen verschwinden, weil ich möchte für diesen Look wenig Produkt verwenden, also ja, wenig, man sieht, es ist nicht gerade wenig, aber ja, nicht jetzt irgendwie Glitzer auf den Augen und Lidschatten und so weiter und so fort. Ich versuche das reduziert und clean zu halten. Entschuldigung. Ja, ich versuche es reduziert und clean zu halten. So, das verteile ich erstmal ein bisschen. Ganz grob. Das werde ich jetzt mal mit dem Pinsel einarbeiten. Und die Videos, die ich jetzt mache, dürftet ihr euch ja auch entscheiden, ob die Videos ein bisschen detaillierter sein sollen oder 20 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten und so weiter. Und ich versuche so ein Mittelding zu finden. Ich filme einfach alles mit, jeden Step, den ich mache. Und wenn ich das Video dann schneide, gucke ich mal, dass es bei 20 Minuten bleibt. Manchmal auch ein bisschen länger ruhig, dann seid ihr alle zufrieden. Die, die abgestimmt haben, gerne detailliert, Videolänge egal. Und die, die abgestimmt haben, 20 Minuten reicht vollkommen aus. Für die mache ich dann auch mal 20 Minuten Videos. Immer so abwechselnd, damit wir alle zufrieden sind.
So, das Schätzchen ist echt grün. Und ich wollte keine Pudder-Foundation verwenden. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das vielleicht lieber mit den Fingern einarbeiten soll. Ich glaube, ich mache mal mit ein bisschen mit meiner Handwärme alles ein bisschen eindrücken. Ich glaube, das ist besser. Ja, also ich sehe schon, dass es die Rötungen abdeckt, aber doch sehr hell bin ich jetzt. Aber das gucke ich mir dann ganz zum Schluss an, wenn ich meine Augen geschminkt habe und so, ob ich wirklich noch Puder Foundation benutzen möchte oder nicht. Hier mache ich nochmal so ein Pünktchen drauf. Da habe ich gerade so einen fetten Kollegen zu Besuch. Richtig, richtig hell bin ich jetzt. Aber vielleicht braucht das so ein paar Minuten. Darum werde ich jetzt keine Puder-Foundation verwenden, sondern erstmal weitermachen mit dem Concealer. Ein Punkt, da ein Punkt. Hier auch noch ein ganz kleines bisschen. Und da, das verteile ich mit dem Pinsel ganz grob. Und dann werde ich das noch mit dem Finger einarbeiten. Einmal einklopfen. Ich tupfe meine Augenlider mal ab, weil die so ölig sind. Dann werde ich heute mal meine Eyelid-Tapes benutzen, weil ich ja so knickelige Augen habe und ich wollte mal so ein bisschen, dass man so ein bisschen mehr von meinem Augenlid sieht. Das mache ich jetzt mal schnell. Ich hoffe, ihr könnt den Unterschied sehen, dass ich hier jetzt ein bisschen mehr Augenlid habe im Gegensatz zu dem anderen Auge. Auf das andere Auge mache ich jetzt auch noch ein Eyelid Tape. Jetzt kann man auch gut sehen, dass dieses Auge faltiger ist. Also ich habe da jetzt auch ein Eyelid Tape drauf gemacht. Aber es ist trotzdem noch faltiger als dieses. Aber wer hat schon gleich faltige Augen? Jetzt kommt eine Eyeshadow Base drauf. Das ist die von Urban Decay. Darum habe ich erst das Eyelid Tape draufgeklebt, weil jetzt kommt die Eyeshadow Base auf das Tape, damit der Lidschatten auch auf dem Eyelid Tape hält. Die Eyeshadow Base gleicht so ein bisschen die Haut aus, also so ein bisschen verdeckt es meine Äderchen. Benutze ich aber nicht jeden Tag. Ich benutze Lidschatten auch ohne Eyeshadow Base. Und dann geht es auch schon weiter mit der Maxim Palette. Da werde ich einfach den Ton Luna verwenden, nur um das Lid einmal zu setten, dass da so eine Grundfarbe drauf ist. Einmal alles abpudern. Jetzt mache ich ein bisschen Farbe auf meine Augenlider. Dazu nehme ich den Hoola Bronzer. Nehme ich einfach einen flachen Pinsel. Das ist von CE, war der 234. Einmal aufs ganze Lid. Und ein bisschen höher, aber nur hier außen. Hier oben mache ich ungefähr bis zur Pupille. Und nochmal verblenden.
Dann noch einmal mit Blender Betty oben rüber huschen. Ich habe auch keinen Lidschatten jetzt auf dem Pinsel gemacht, einfach nur ohne was auf dem Pinsel. Zack, fertig. Jetzt nehme ich den Augenbrauenstift, der mir von der Farbe her für meine Augenbrauen nicht gefällt. Das ist von Catrice die 080 Chocolate. Benutze ich jetzt als Lidstrich. Und hier unten nur bis zu meiner, wenn ich gerade ausgucke, bis zu meiner Iris. Auf der anderen Seite auch. Den unteren Wimpernkranz auch einmal. Den Augenbrauenstift als Liner, Kajal, wie auch immer man das nennen mag. Auch wieder nur bis zur Iris. Jetzt geht es weiter mit dem Bronzer. Mit so einem fetten Puderpinsel einmal rein, abklopfen. Einmal nur so grob auftragen, bevor ich das verblende. Meine hohe Stirn auch ein bisschen. Noch eine Ladung, weil ich recht blass bin von dem Anti-Rötungen-Primer. Den Rest auf den Hals. Damit der Pinsel so ein bisschen sauber wird. Und dann kann ich das Ganze verblenden. Normalerweise verblende ich das nur mit dieser Spitze vom Pinsel. Aber weil, wie gesagt, ich bin so blass heute von diesem Primer, mache ich das ein bisschen großflächiger. Also ich verblende es ein bisschen großflächiger als sonst. Sonst mache ich nur so. Heute mache ich mal ein bisschen größere Kreise. Ja, das hat doch ganz gut funktioniert. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so blass. Jetzt kommen noch die Augenbrauen. Da nehme ich, habt ihr ja auch gesehen in meinem Haul, mein Alverde Lieblingsaugenbrauenstift in der Farbe 07 Mokka. Den habe ich so lange nicht gehabt. Ich komme immer so selten, ich bin immer so selten bei DM einkaufen. Darum freue ich mich, dass ich jetzt endlich wieder meinen Lieblingsaugenbrauenstift verwenden kann. Da husche ich einfach nur so rüber, folge meiner Form der Augenbraue. Einmal so rüber huschen, ganz grob. Und durchkämmen mit einer anderen Bürste, weil die Bürste ist mir zu fett. Einmal Augenbrauengel drüber von Altera in der Farbe Grau, damit die Härchen da bleiben, wo ich sie jetzt hinkämme. Bevor ich jetzt meine Wimperntusche benutze, einmal Fixing Spray. Damit der Bronzer da bleibt, wo er ist und das nicht ganz so pudrig aussieht. Das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen einwirken. Ich trinke jetzt einen Kaffee und dann geht es weiter mit Mascara und Lip Liner und Labello. So, das geht jetzt weiter. Ich husche jetzt einmal mit dem Pinsel überall drüber,
mit dem Bronzerpinsel, den ich eben benutzt habe, zum Bronzer auftragen. Und dann einmal die Wimperntuschen. Dazu nehme ich diese Wimperntusche. Das ist die von Maybelline. Verspricht Volumen in Braun. Also Volumen macht sie nicht. Da habe ich ja bei dem First Impression Video 4-mal die Wimperntusche auftragen müssen, damit ich das Ergebnis bekomme, was ich haben möchte. Aber für so einen soften, clean Look finde ich die gut. Darum benutze ich die, wenn ich mal ganz wenig geschminkt bin. Das ist jetzt einmal aufgetragen. Macht die Wimpern länger, trennt sie auch gut, aber wie gesagt, macht absolut kein Volumen, darum 3 Schichten. Ich nehme auch sonst immer 3 Schichten, egal welche Wimperntusche ich benutze. Aber bei dieser hier mache ich echt 3 oder 4 Schichten. Ich mache jetzt erstmal die 2. Schicht. Schicht Nummer 2 ist drauf. Ich werde jetzt noch einmal nur außen eine 3. Schicht machen. Auf beiden Seiten natürlich. Und dann reicht mir das, glaube ich, auch. Einmal unten, so ganz bisschen außen. Noch eine Schicht. Ich glaube, das reicht. Lip Liner und Labello ist jetzt dran. Labello packe ich mal aus. Farbe Nude. Caring Beauty Nude 2-in-1, langanhaltende Pflege, sanfte Farbe mit Bio-Mandelöl und Vitamin E. Erst nehme ich selbstverständlich den Lip Liner von Trended Up, Clean and Precise Lip Liner. Clean passt ja super gut zu diesem Videomotto. Da mache ich nur das mein Lippenherz. Ich umrande meine Lippen nie ganz. Finde ich gut. Labello. Oha. Ist so ein bisschen orange stichig. Mal gucken. Pflegend vom Gefühl her wie so ein ganz stinknormaler Labello. Riecht ganz anders als so ein normaler Labello. Ich finde, die Farbe passt richtig gut zu diesem Bronzer. Geil. Finde ich gut. So, ich mache jetzt noch meine Haare. Die werde ich auch einfach nur ein bisschen glätten. Ich dachte mir, das passt ein bisschen besser zu diesem cleanen Look, wenn die Haare auch so ein bisschen aufgeräumt sind und nicht so wellig oder geflochten oder so. Darum glätte ich sie. Ich habe übrigens auch schon eine Idee für den Monat Februar. Also ein Look, den ich mit dem Monat Februar in Verbindung bringen würde, so werde ich, glaube ich, auch eine Umfrage machen, ob ihr Bock habt, jeden Monat einen passenden Look zum Monat, zur Jahreszeit und so weiter. Ich habe übrigens jetzt dieses Video gedreht, obwohl
in der Umfrage das Video Skin and Lashes im Moment noch vorne liegt. Aber ich hoffe, ihr werdet mich nicht steinigen. Ich werde dieses Video als erstes hochladen und das Video mit der Wonder Skin Foundation und diesen Dreiviertel Lashes werde ich selbstverständlich auch machen und dann auch hochladen. Ich werde einfach die ersten beiden auf Platz 1 Videos beide machen, aber halt in der Reihenfolge drehen und hochladen, wie es für mich am besten passt. Da müsst ihr nicht so lange warten, weil ich heute noch zur Arbeit muss und die Dreiviertel Lashes, weiß ich nicht, ob die mir gefallen. Und ich möchte nicht mit angeklebten Wimpern zur Arbeit. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich möchte halt so schnell, wie es für mich möglich ist, die Videos für euch machen. Aber auch so, dass ich so zur Arbeit gehen kann. Weil ich habe jetzt halt Spätschicht und weiß nicht, ob mir die Wimpern gefallen. Darum will ich jetzt nicht das Video Skin and Lashes drehen und muss mir die Wimpern dann wieder abreißen, weil die kacke sind und ich nicht so zur Arbeit möchte. Ich werde also in Zukunft die beiden erstplatzierten Videos drehen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das ist in Ordnung so für euch. Jetzt also für euch das Video, was eigentlich auf Platz 2 ist. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr steinigt mich deswegen nicht. Das nächste Mal, wenn ihr euch ein Video aussuchen dürft, werde ich das so machen, dass ich, egal welches Video ihr euch wünscht, dass ich es drehen kann, auch wenn ich zur Arbeit soll. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also das ist jetzt nur dieses Mal so, dass ich das zweitplatzierte Video als erstes drehe. Heute ganz, ganz wenig Schmuck. Nur kleine Glitzersteinchen. Das Tuch habe ich, um so einen kleinen Farbklecks zu haben, weil mein Pullover so ein bisschen schwarz-grau ist. Ja, und der Look an sich keine Farbe hat, außer diese Bronzerfarbe. Labello finde ich gut. Lip Liner finde ich gut. Primer finde ich auch gut. Kann man machen. Ohne Foundation, einfach Primer auftragen, Bronzer fertig. Darf alles einziehen, die ganzen Produkte, die ich euch jetzt gezeigt habe, die neu sind. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.